Hallo und herzlich willkommen, liebe Freizeitpark-Simulationsfreunde. Hier ist Basti oder auch Modern Consumer und ich spiele ja hauptsächlich Planet Coaster auf meinem Kanal. Aber weil jetzt ja dieses Jahr der Teil 2 rauskommt mit dem Erweiterung, dass man dort auch Rutsch- und Wasserparks bauen kann, wollte ich doch mal mit euch zusammen hier nochmal in Rollercoaster Tycoon 3 reinschauen, in dieses Soaked Add-on und mal gucken, was damals eigentlich so geboten wurde. Das Spiel ist ja ungefähr 2005 im Sommer rausgekommen. Also ist jetzt schon fast 20 Jahre her und wir wollen einfach mal schauen, was damals im Add-on so drin war. Und ja, wir freuen uns alle auf Planet Coaster 2. Das wird natürlich dieses Add-on in richtig schön aktueller Grafik. Also wenn man diesen Stil von Planet Coaster halt mag, sage ich mal so. Und ja, ich bin gespannt, was da so damals los war, beziehungsweise ich habe auch schon ein bisschen was aufgebaut, einen kleinen Park, und versucht alles so möglichst so zu platzieren, was es in Rollercoaster Tycoon 3 Soaked alles gab. Und ja, wir gehen jetzt mal in meinen Park rein und schauen uns das mal live zusammen an. Und ich hoffe, ihr könnt vielleicht auch mal im Kommentarbereich so berichten, was eure Erfahrung mit Rollercoaster Tycoon 3 Soaked war. Öfters möchte ich das jetzt gar nicht sagen, RCT3 Soaked, vielleicht als Abkürzung, damit das nicht immer so lang ist. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, wie ihr das so abgefeiert habt, das Spiel, und was ihr am coolsten fandet. Ich meine, es gab ja zwei Add-ons dafür. Einmal, wenn man hier mal so in den Karrieremodus schaut, war hier dieses Standard Rollercoaster Tycoon 3, dann kam Soaked und dann kam noch Wild raus. Wild ist ja dann halt auch, dass du dann Tiere im Park haben kannst. Das habe ich gar nicht gespielt. Ja, also die hatten sich da schon was einfallen lassen. War ein großer Umfang. Und wie gesagt, wir gehen jetzt mal rein. Es gab natürlich einmal diese Karriere, aber ich habe einen kleinen Sandbox-Park gebaut. Planet Coaster 2 natürlich genannt. Und ja, wir gehen mal in den Park rein. Ja, so, da sind wir mal im Park angekommen. Ich habe hier mal so ein bisschen was mit Poolbereichen gebaut. Ich habe mir jetzt nicht extrem viel Mühe gegeben, muss ich natürlich zugeben. Aber, und dann habe ich halt auch mal geguckt, was da noch so an Achterbahnen und Attraktionen noch so dabei war. Und das ist doch schon allerhand. Ich muss aber, wie gesagt, zugeben, ich habe damals Rollercoaster Tycoon 3 nicht so krass abgefeiert, weil ich damals die Grafik schon so ein bisschen eigenartig fand. Also mir hat es nicht ganz so ein stimmiges Bild für mich ergeben, aber ich weiß ganz genau, dass viele von euch große Fans davon sind und ich habe da auch gar keine Probleme mit. Und ich muss mich jetzt erstmal mit einem Sound und an die Grafik gewöhnen. Wenn man hier rausgezoomt hat, ist die Musik hier so am Laufen. Und gehst du rein, hörst du halt die Leute hier dann und die Geräusche halt vom Park. Hier läuft unser Maskottchen rum. So ein ähnliches gibt es jetzt auch in Planet Coaster 2. So ein Hai. Und ja, das Highlight war halt, dass du Schwimmbecken bauen konntest. Und rutschen, das war so das grobe Highlight erstmal. Und wir sehen auch schon hier, das ist ja auch eines der Highlights, was sich auch für Planet Coaster 2 gewünscht wird. Diese Wasserkanonen, die hier permanent quer durch den Park irgendwie alle Leute nass machen. Ich finde es ein bisschen krass, wie weit die damit überhaupt schießen können. Das ist schon wirklich sehr weit hier. Guckt euch das mal an. Es geht einfach überall quer durch. Und ich weiß noch damals, ich weiß nicht, was für ein PC ich hatte, aber es hat geruckelt wie sonst was. Diese Darstellung hier im Becken. Irgendwie ruckelt es jetzt auch ganz leicht, aber eigentlich, wenn ich keine Aufnahme mache, dann läuft es super flüssig. Aber diese Wassereffekte, das hat, glaube ich, so komplett die ganzen PCs zerrissen. Und du kannst hier so reinklicken und machst eine Welle. Also das fand ich ja damals auch schon extremes Highlight. Kann man hier auch mehr machen oder noch? Ja. Nee, also einfach mal reinklicken, dann machst du hier eine Welle. Ja, also du konntest auf jeden Fall hier diesen Poolbereich bauen. Und ich habe das auch jetzt nicht mehr gecheckt, wie das nochmal war, aber hier die Umkleidekabine ist praktisch der Eingang. Die müssen durch die Umkleidekabine reingehen und dann Eintritt bezahlen und dann sind sie quasi drin und können hier alles nutzen. Ja, das so sah das halt aus damals, ne? Und es ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber ich finde halt immer noch Rollercoaster Tycoon 2 ist halt besser von der Grafik gealtert als das Spiel. Aber ja, wir haben hier hier so einen kleinen Sprungturm, hier sowas zum Rausklettern. Wir haben ja auch eine Aufsicht, aber das ist einfach nur so ein Objekt, was man irgendwo hinstellt. Krass, die Bäume. Das ist ja hier so ein 4-Texturen-Seiten. Ganz einfach gemacht. Und alles, was ihr jetzt hier im Park seht, müsste, bis auf der Freefall Tower, glaube ich, und das Riesenrad, okay, ist Teil von dem Add-on von Rollercoaster Tycoon 3 Soaked. Ich habe es wieder ausgesprochen. Aber so, wir haben also wie gesagt den Poolbereich. Wir können aber, glaube ich, nichts anderes bauen als so die Pools hier, wenn ich das richtig gesehen habe. Und in keiner anderen Farbe oder sonst was.
Also du kannst nur den Pool bauen und kannst hier verschiedene Eckelemente dir einstellen. Rundeckig und anders, ne? Also hier sechseckig. Also da gibt es verschiedene Varianten, was man da so machen kann. So baust du deinen Poolbereich. Was ist das hier eigentlich? Also das ist dann das Gitter. Und einmal so, wo die Leute halt lang gehen können. Und dann kannst du hier noch so einen Whirlpool bauen, wo die sich reinsetzen. Auch ganz lustig. Und natürlich hier die eine oder andere Liegematte zum Hinlegen, zum Sonnen, zum Bräunen. Und ja, Bäumchen, Palmen gibt's. Und natürlich auch ein Sprungturm. Wir sehen, dass die Leute hier einen Körper ins Wasser machen. Ich habe dann einfach mal ganz viel übereinander gemacht, um zu gucken, ob welche von oben springen. Und ganz oben habe ich noch keinen gesehen, aber ja, sie springen auf jeden Fall rein. Jetzt ist gerade Abend. Die Sonne geht gerade unter. Ja. Und ja, so, das sind so diese Gimmicks, die du hier so hinstellen kannst. Eine Dusche zum mal abbrausen. Ah ja, das läuft. Sehr minimalistisch die Grafik, aber man muss ja auch sagen, das Spiel ist jetzt schon ein paar Jährchen alt, ne? Also, so jetzt haben wir wieder Tag. Und ja, dann gibt es auch noch das Highlight, dass du dir so einen Wellenpark machen kannst, ein Wellenbad machen kannst. Da muss man hier so Objekte anbringen und dann kommen hier die Wellen. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Und das gibt es auch in Planet Coaster 2, haben wir auch schon im Trailer gesehen oder in diesem Ankündigungsvideo. Aber hier sind jetzt nicht so viele Leute drin. Dann haben wir hier auf jeden Fall so eine. Ja, so ein Sog oder wie man das nennt, wo in echt sind die ja da gerne mit diesen Schlauchbooten eigentlich drin. Und kann man hier eigentlich mitfahren? Offiziell? Nee, so richtig nicht. Hier ist keine Onboard-Kamera. Aber ja, das kann man sich ja auch mal so hinstellen. Und dann gehen die Leute hier rüber rein. Und dann kann man ein bisschen Deko hier hin machen. Also, ich habe das wirklich, wie gesagt, sehr minimalistisch hier alles gebaut. Aber ich habe hier schon diverse Stündchen reinversetzt in den Park, muss ich sagen. Also, es war jetzt nicht in 10 Minuten gemacht. Aber ich habe die Rutschen alle aus den vorgefertigten Rutschen genommen. So, jetzt gucken wir uns mal an, was es für Rutschentypen hier gab. Wir haben hier einmal diese runde Schlauchboot-Geschichte mit einem Lift, der hier hochgeht. Und dann geht das hier die Wasserfahrt ab. Und da können wir, glaube ich, sogar auch einsteigen. Genau, hier muss man mit der linken Maustaste steuern. Ja, was ist das denn? Die Grafik ist halt sehr interessant, muss man auf jeden Fall sagen. So sah das Ganze vor knapp 20 Jahren in Rollercoaster Tycoon 3 aus. Also, ja, und jetzt läuft es flüssig. Damals wäre es, glaube ich, bei mir nicht flüssig gelaufen. Gibt es hier eigentlich noch eine andere Kamera? Hier so einmal außen. Ja, so eine richtige Außenkamera gibt es da leider nicht. So, das war's auch schon. Es gab auch hier so Effekte, Feuereffekte, Rauch. Ist ja eher wie so ein Tornado hier fast. So eine Windhose. Ja. Dann haben wir hier diesen Rutschentyp, der ein bisschen wild hier reingeht. Der hat hier quasi so eigene Antriebe. So ein Ding kenne ich auch aus dem Rutschpark in Köln. Aber ich finde es schon extrem übertrieben. Sowas weiß ich nicht, ob es so ein krasses Ding gibt. Fährt das Ding auch, wenn da keiner drin ist oder was? Also das geht schon mordsmäßig ab hier auf jeden Fall. Mit Gitter, dass keiner da rausfliegt, ne? Ist ja klar. Und übrigens, Batsch! So eine. Guck mal, jetzt läuft hier das Wasser so über den Bildschirm. Toller Effekt. So ein Rutschentyp. Nee, was wollte ich gerade sagen? Gibt es da auch bei Planet Coaster 2? Weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Aber es gibt bei Planet Coaster 2 auch die Onboard-Kamera. Das ist natürlich ganz klar, dass man da mitgehen kann. Ja, das läuft ja alles so willkürlich ab. Ich weiß nicht, wie das bei Rollercoaster Tycoon 3 war. Aber hier waren ja eigentlich auch Gruppen immer zusammen. Die sind ja nicht einzeln hier im Park, wie bei RCT2 noch damals. Aber hier gefühlt im Schwimmbeckenbereich macht gefühlt jeder so sein eigenes Ding, habe ich, würde ich jetzt mal so sagen, komischerweise. Ja, dann kommen wir jetzt zum dritten Rutschtyp. Und das ist quasi diese Einzelrutsche. Warte mal, es gibt zwei verschiedene. Es gibt einmal eine Einzelrutsche, wo du so rutscht, ne, wo du hier dieses Speed-Dinker machen kannst. Und dann gibt es noch den Rutschtyp mit einem Ring dazu. Aber man muss halt immer über diese krass übelsten Wendeltreppen hier hochgehen und kann auch nicht wirklich was anderes dahin machen. Also doch, man kann natürlich auch normale Wege da hochbauen, aber es ist immer so halt gemacht irgendwie. Ich glaube, es gibt keine andere Lösung. Wenn ihr da eine andere hattet, gerne schreiben. Klar, kann man hier irgendwo gucken, dass man einen Berg hin macht.
und von da dann irgendwie rein, ne? Aber irgendwie so richtig, weiß ich auch nicht. Und das ist das, was mich am Planet Coaster, an Rollercoaster Tycoon 3 nicht so begeistert hat. Dieses Größenverhältnis kommt für mich immer nicht so richtig hin bei den Attraktionen. Hier ist übrigens auch nochmal so ein fertiges Teil, so eine fertige Rutsche, wo die hier innen hochgehen und dann hier über Holz runterrutschen. Nee, keine Ahnung, sieht so komisch aus. Ja, der Hai darf auch nicht fehlen, ne? Mal gucken, ob hier einer mal runter. Jetzt rutscht hier jemand runter, aber man sieht das nicht richtig. Bisschen komisch auf jeden Fall von der Grafik. Ja, so, dann rutschen wir jetzt einmal mit dem Schlauchboot hier mit. Würde ich mal sagen, ja. Nächster. Ne, das ist dann... Ah, doch. Ja, jetzt sind wir hier in dem Trichter drin schon, aber... Und dann platschen wir rein. Also, das geht halt sehr schnell vorbei. Ist nicht ganz so krass spektakulär, wobei das hier so ganz schön lustig aussieht. So, ab geht's. Also, ich habe die Außenkamera genommen. Nehmen wir mal die Onboard-Kamera. Also, es plätschert hier auf jeden Fall ordentlich rum. Das hört man schon mal ganz gut. So, dann einmal hier durch den Trichter rein. Oder was ist das hier? Ja, keine Ahnung. Eigentlich ist ja eher das hier ein Trichter. Stimmt, die haben wir ja auch noch, das Objekt hier. Dann steigen wir da auch noch ein. Da steht irgendwie gar keiner so richtig an. Hui, da sind wir schon im Ziel. Ihr seht schon, unterm Wasser sieht... Ja, froh. Yeah. Okay, Abfahrt. Yay. Hinher, rein. So, das war's dann auch schon. Ja, sind wir wieder plitschnass geworden. So sieht das Ganze von außen aus. Also das ist RCT3 Grafik at its best. Und dann steigen wir noch in diese Rutsche hier ein. Wieder mal mittendrin in die Fahrt. Hui. Ja, da wird sogar geschrien während der Fahrt. Das freut mich auf jeden Fall sehr. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Und hier ist einmal steil bergab. Ja. Also, den Rest haben wir ja eigentlich schon gesehen. Alle rutschen auf dem Rücken auf jeden Fall. Ja, das war so das Gimmick von damals. Und das ist jetzt im Prinzip auch das Gimmick von Planet Coaster 2. Und ja, da bin ich mal gespannt, was da für Parks entstehen. Wobei ich der Meinung bin, dass man in echt nie einen Park hat. Oder gibt es Freizeitparks, wo du alles in einem hast, einen Rutschpark und Achterbahn? Ich weiß es nicht so genau. Das ist eigentlich immer voneinander getrennt. Siehe Rulantica im Europapark. Ja, also, was haben wir auf jeden Fall noch Neues hier? Hier gibt es dann nochmal so eine Rutsche hier, die man so von Oktoberfestmäßigen Sachen kennt. Von der Kirmes. Kann auch die Kamera ein wenig schwenken. Ja, die sitzen aber sehr interessant da drauf. Dann haben wir hier noch diese... Wie heißt das Ding? So Skateboard-mäßige Achterbahn. Mit drehenden Gondeln drauf. Da musste ich einmal gucken, was ich sehr cool finde. Das war nicht hier im Addon drin, das war schon im Standardspiel. Die haben noch eine Marienkäferbahn gehabt. Und das Coole ist ja eigentlich auch bei Rollercoaster Tycoon 3 gewesen. Wie ging das nochmal? Irgendwo. Ich mach mal zu den Laden. Irgendwo konnte man auch den Achterbahntyp ändern. Da drauf, die Züge. Ne, das ist die Testfahrt. Ah, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Eigentlich hätte ich jetzt schon gesagt, dass das hier ist. Aber irgendwie finde ich es gerade nicht. Ja, also man konnte auf jeden Fall einen anderen Zug sich einstellen. Aber ich wundere mich gerade echt. Da ist doch jetzt ein anderer. Wie komme ich denn da hin? Jetzt haben wir doch einen anderen. Ah! Wenn ich hier mehrmals draufklicke, haben wir verschiedene Zugvarianten. Also es gibt nicht nur die Marienkäferbahn, sondern hier auch... Das sieht aus wie so eine Patrone. Krass. Ja, da... Achso, ja, ich habe da unten gar nicht drauf geachtet. Ja, oder hier so eine holzmäßige Baumachterbahn, ne? Also verschiedene Sachen auf jeden Fall. Fand ich auf jeden Fall sehr cool. Dann gucken wir mal weiter. Was gab es auf jeden Fall neu im Addon? Auch krass, es gab Shows. Hier eine Wal- und eine Delfin-Show.
Also hier richtig mit Tribüne und du konntest auch irgendwie eine Lasershow da verbinden mit und so Geschichten. Also das war schon mal was anderes auf jeden Fall. Hier, dann haben wir hier diese Fahrt hier mit so einem Zug. Wir haben hier so eine ein Alpencoaster heißt das Ding, glaube ich, irgendwie Alpincoaster. Das kann man übrigens alles sehen, woraus das ist, aus welchem Addon, wenn man hier auf die Achterbahn geht. Und dann sieht man hier, aha, das Ding ist im Soaked-Addon drin gewesen. Das war im Wild drin. Und so weiter und so fort. Dann kann man hier, ich mache mal jetzt die Achterbahn auf, hier so eine Gleiterbahn. Und entweder kann ich natürlich selber eine bauen oder ich nehme hier so eine vorgefertigte. Gab aber hier jetzt nicht viele vorgefertigte Bahnen. Schon standardmäßig dabei. Guck, da haben wir auch diese Gleitachterbahn, wo man so drunter hängt. Auch sehr interessant hier dieses Element, was sich hier mitdreht beim Hochfahren, beim Lift. Ja, also es ist schon einiges dabei. Dann gibt es noch hier dieses Unterwasser-Ding. Ich weiß gar nicht, wie eine Aquariummäßige, wo die Leute durchgehen können. Man konnte wohl auch Tunnel bauen in dem Teil jetzt hier durch das Add-on. Das finde ich ja sehr interessant, dass hier Boosterbikes mit Looping und wie das Ding hier aufgebaut ist, ist schon extrem krass. Boosterbikes. Dann haben wir hier einmal eine Mountain Rafting Bahn. Atlantis-Feeling so drin. Also ist doch schon einiges drin gewesen. Die Teacups hier. Reese's, das ist ja mit Werbung. Ich glaube es nicht. Werbung mit dabei. Ja, das sind alles Attraktionen. Das kennt man auch aus echten Parks hier teilweise. Ein Riesen-Frisbee. Oder wie nennt man das Ding? Ja, Frisbee so. Da waren halt die Größenverhältnisse so ein bisschen komisch immer bei den Attraktionen. Ja, das Ding hier kenne ich, glaube ich, aus dem Heidepark gab es das, glaube ich, mal. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus hier mit dieser Welle dahinter. So ein Topspin-artiges Gerät. Und ich weiß gar nicht, ob das Ding wirklich im Addon dabei war, aber laut dem Menü auf jeden Fall schon. Fand ich schon sehr interessant. Dann haben wir hier noch diese Riesenschaukel. Das ist schon mördermäßig riesig, das Ding. Also, keine Ahnung. Ja, sowas gibt's. Aber es ist echt vom Größenverhältnis schon sehr interessant. Dann haben wir hier Octopus. Das gibt's ja auch. Im Planet Coaster das Ding. Wir haben hier so einen Simulator. Das Teil finde ich auch sehr lustig, wie das hier so rumfährt in dem Pool. Alle hier drumherum werden einfach mal übelst nass. Also schon sehr lustig, so ein Ding. Was haben wir hier? Dann haben wir noch diesen komischen Schienentyp. Ist aber hier so eine Achterbahn. Was ist das denn da oben? Eine Schlange? Das ist eine Schlange? Ich glaube es nicht. Hahaha. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Ja, auch hier die Gondeln. Sehr interessant. Hätte man hier auch was anderes einstellen können? Ne, hier gibt es nur diesen Typ. Ja, sehr lustig. Dann, was war das jetzt hier? Auch ein komischer Achterbahntyp. Irgendwie so zwei Waggons, zwei Leute hier an Rücken sitzen. Auch interessant. Aber man schwingt halt so nach außen in der Kurve, okay. Und dann sind wir wieder hier. Das ist hier auch wieder so ein Mini-Teil. Ach krass, da sitzen vier Leute sich gegenüber. Mit Fahrstuhl! Das wusste ich gar nicht, dass sowas da schon damals in der CT3 drin war. Krass. Also, wir haben hier auch ein Fahrstuhlelement, wie auch immer man das in echt nennt. Also, das wird sich ja auch sehr gewünscht für Planet Coaster 2, dass man solche Elemente einbauen kann. Und wir sehen gerade, hier gab es das schon. Wie gesagt, ich kenne das Addon jetzt auch nicht so extrem gut. Dann haben wir hier einmal so eine Splash-Bahn. Hier ist aber nicht so ein Switch-Track drin, dass man sich drehen kann. Weiß ich aber nicht genau, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich habe mir jetzt nicht alle Sachen genau angeschaut. Weil es dann doch schon sehr viel hier ist. Was haben wir hier für eine Achterbahn? Typ, wie sieht das Ding aus? Das ist auf jeden Fall. Ja, auch mal ein anderer Schienentyp, den man so von Expedition GeForce kennt. Wobei, hier ist das so rechteckig. Naja, okay. Also, das Ding hat auf jeden Fall auch eine Beschleunigung und hier extreme Hügel. Und ja, das ist so im Prinzip der Inhalt vom Add-on. Aber dazu kommt halt auch noch ziemlich viel von diesem Gedöns, was hier rumsteht. Und noch mehr. Ich habe halt wirklich nicht alles am Ende mehr platziert, weil hier wirklich unter diesem Menü, ihr seht das hier, wie langsam das vorangeht. Hier sind echt tausend Objekte drin. Und ja, dann gibt es auch hier eine Fackel, dann gibt es hier Autos und Busse, die du platzieren kannst. Also kannst du hier einen Parkplatz bauen damit. Ja, also da ist schon wirklich
viel drin, doch an Inhalt gewesen. Spielerisch aber waren hauptsächlich die Neuerungen, wie gesagt, dass diese Wasserrutschen und Pools da waren. Und ja, so, da würde ich mich auch sagen, ich will da noch ein extra Video drüber machen, was bei Planet Coaster 2 jetzt kein Add-on ist, dass man sagen kann, es ist kein Add-on. Aber wir müssen ja noch warten, was da alles so an Neuerungen reinkommt. Ja, ich wollte das euch einfach mal zeigen. Hier habe ich ein bisschen wild dran gebaut. Also ich habe hier echt schon ein paar Stündchen rein investiert und auch so Spaß gehabt, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was ihr so für Kommentare habt über Rollercoaster Tycoon 3 Soaked. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da und ein Abo. Dann verpasst ihr keine Videos. Das wäre natürlich sehr cool. Ich freue mich. Macht's erstmal gut und bis bald. Euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao.